Ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Der Herr Leber hat das schon getan. Ich heiße Karl Altenburger, bin schon mit einer Inventarnummer versehen beim Messekongress Graz seit 1984 tätig, als Abteilungsleiter, Bereichsleiter Technik und seit 2002 auch als Kommandant der Betriebsfeuerwehr in unserem Unternehmen. Nachdem es nicht viele hier aus Österreich sind, habe ich mir erlaubt, unser Messegelände doch ein wenig vorzustellen, damit Sie einen Eindruck haben, wo wir herkommen und was bei uns passiert. Wir sind seit 1906 am Ort tätig, nicht seit 1096, das wäre doch zu lang. Wir haben eine Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern, 290 Veranstaltungstage im Jahr und auf diesem Areal ca. 600.000 Besucher und 89 Mitarbeiter insgesamt betreuen drei Standorte. So schaut unser Messegelände aus und wir haben unsere Räumungsübung hier in dem Bereich der Halle A positioniert gehabt. Einige Bilder, was bei uns alles stattfindet, ist, wir haben auch eine Stadthalle, wir haben Ausstellungshallen, wir veranstalten Messen, Kongresse, Events, alles, was man sich von einem Veranstaltungsplatz vorstellen kann. Eine Besonderheit ist, ich habe es schon erwähnt, ich bin der Kommandant von unserer Betriebsfeuerwehr. Das ist eine Einheit, die aus freiwillig gemeldeten Personen, Damen und Herren unseres Unternehmens besteht, die alle samt und sonders einen anderen Job im Haus haben. Die sind nur im Einsatzfall analog einer freiwilligen Feuerwehr in Ortschaften, wie Sie es vielleicht von irgendwoher auch kennen. Im Einsatzfall sind wir Feuerwehr, andernfalls sind wir Bereichsleiter Technik, wir sind Bereichsassistenz, Vorstand, wir sind Buchhaltung, wir sind Haustechnik. Also aus allen Sparten und Teilen unseres Unternehmens kommen diese Personen und sind bei der Feuerwehr. Wir üben regelmäßig und wir betreuen regelmäßig auch unsere Veranstaltung. Daher auch unser Engagement und unser Involvement in diese Räumungsübung. Weitere Betriebsstätten, die wir als Betriebsfeuerwehr nicht beschicken, ist unser historischer Kongress in der Grazer Altstadt, ein Fußballstadion und dahinter, wie man sieht, südlich davon die Eishalle. Insgesamt haben wir 486 Veranstaltungen an 582 Veranstaltungstagen bei 1.110.000 Besuchern über alle Veranstaltungsstätten drüber im Jahr 2012 gehabt. Unser Räumungskonzept bei Veranstaltungen. Wir sind 2002 in die glückliche Lage versetzt worden, eine riesengroße Stadthalle, für uns riesengroß, Fassungsvermögen, 11.000 Personen in den Betrieb zu übernehmen und mussten auch hier uns erstmalig auseinandersetzen, wie wir mit großen Menschenmengen auf einem Platz zu einer bestimmten Zeit umgehen. Und haben uns hier natürlich ein Schema zusammen mit den Einsatzorganisationen ausgedacht, wie unsere Alarmweiterleitung, wie unser Alarmierungssystem, wie unser Kommunikationssystem hausintern, aber auch nach extern funktioniert, so dass wir alle Eventualitäten abdecken. Das ist natürlich jetzt noch sehr feuerwehrlastig, hat aber natürlich schon entsprechende Affinitäten auch zu einer Evakuierung. Und so schaut in der Vorbereitung eine Dienstliste aus. Die Betriebsfeuerwehr ist bei jeder Veranstaltung im Dienst, also auch bei dieser Räumungsübung, die in einigen vorbereitenden Sitzungen mit dem Bereichsfeuerwehrverband Graz, mit dem Bauamt der Stadt Graz, mit der Feuerpolizei der Stadt Graz, also alles Einheiten, die hier heute schon erwähnt worden sind, als maßgebliche Beteiligte bei der Beurteilung und der Genehmigung von Veranstaltungen. Wir haben das gemacht, was der erste Redner heute schon gesagt hat. Wir haben uns im Vorfeld zusammengesetzt, wir haben die Risikoanalyse gemeinsam durchgeführt und wir haben dann versucht, einen entsprechenden Übungsplan so aufzustellen, dass er auch funktioniert. Der Plan war eine Veranstaltung mit ca. 1200 Personen stattfinden zu lassen. Wir haben in dem Fall ein äußerst kostengünstiges Zwei-Mann-Kabarett gewählt, das zu einem bestimmten Zeitpunkt dann durch einen Störfall unterbrochen wird und danach dann die Räumungsmaschinerie abzulaufen beginnt. Die Betriebsfeuerwehr, wie erwähnt, ist nach einem festgelegten Schema mit 4 Mann im Betriebsfeuerwehrdienst. Die Veranstaltungsdienste, die hier angeführt sind, die sind zwar als Feuerwehrmänner nicht im Dienst, aber die sind Feuerwehrmänner und könnten notfalls für entsprechende Verrichtungen herangezogen werden. Und dieses Sheet bekommt auch
der österreichische Wachdienst, das ist unser Security-Unternehmen, das hier als ÖBD gekennzeichnet, weil die haben bei der Räumung auch Personal beizustellen, weil vier Mann alleine können eine Stätte mit 1200 Personen nicht sicher räumen lassen. Daher sind hier zwei Personen pro Person Betriebsfeuerwehr erwähnt. Das ist aber natürlich abhängig von der Anzahl der Besucher und von der Anzahl und Art der Besucher. In dem Fall war es kundiges Personal. Wir haben uns hier für zwei Personen entschieden. Das wird aber pro Veranstaltung immer entsprechend festgelegt. Dazu gibt es dann auch noch eine Einsatzdienstliste für das Security-Unternehmen. Wobei schon im Vorfeld festgelegt ist, es ist hier gelb unterlegt, welche Personen zur Evakuierungsmannschaft gehören. Und zwar sind es mit Sicherheit jene, die bis zum Schluss der Veranstaltung da sind. Sie werden schauen, da rechts außen steht überall 21.30 Uhr. Die sind ganz sicher bis zum Schluss da. Selbstverständlich, wir haben im Vorfeld der Veranstaltung mehrere Leute im Haus, die können auch eingesetzt werden, aber die sind Minimalstand bis zum Ende der Veranstaltung. Und die wissen auch, dass sie dafür eingesetzt werden. Die sind entsprechend ausgestattet und entsprechend gebrieft. Wir haben das Ganze in drei Stufen unterteilt: Normalzustand, Bedrohung, Entscheidung, Umsetzung. Ampelsystem haben wir heute schon einmal gesehen bei der Bewertung. Bei Brandalarm ist es relativ einfach. Der Brandalarm kommt über unsere automatischen Brandmeldeanlagen an. Und die Umsetzung schaut so aus, dass die eingeteilten Einsatzkräfte sich an der Brandmeldezentrale sammeln. Die Hallendienste, die ich vorhin erwähnt habe, bleiben auf ihren Positionen, sind aber über unsere interne Alarmierung, die sie auf ihre Handys bekommen, informiert, dass ein Brandalarm stattgefunden hat. Der Alarmausdruck wird erkundet. Die Streife schaut dort nach, auf dem gegebenen Ort, ob ein Ereignis stattfindet. Falls ja, beginnt die Brandbekämpfung und die Verstärkung zieht nach. Brand aus, fertig. Wenn der Brand nicht aus ist, dann holen wir unsere großen Kollegen von der Berufsfeuerwehr mit Notruf 122 mit den üblichen Informationen, was brennt, wo brennt, sind Personen gefährdet. Danach alle Positionen beziehen und die Feuerwehr einweisen. Da ist dann auch schon mittlerweile das Security-Unternehmen involviert, der Einsatzleiter wird auch über SMS von dem Alarm informiert. Es gibt auch andere Bedrohungen, die stattfinden können, und eine solche Bedrohung haben wir geübt. Also unsere Übungsannahme war, dass eine Bombendrohung eingelangt ist, und aus dieser Bombendrohung wurde dann ernst, so dass im Vorfeld vor der Halle beim Hauptzugang ein entsprechendes Störvereignis dann stattgefunden hat. Jetzt haben wir aber noch eine Bedrohung. Es hat jemand angerufen und hat gesagt, nur damit ihr es wisst, ich habe bei euch bei der Veranstaltung eine Bombe deponiert und die wird bald hochgehen. Für diese Zwecke gibt es einen Krisenstab. Der Krisenstab, der setzt sich zusammen aus dem Veranstalter. Wir haben das heute auch schon gehört. Man muss vielleicht sogar einen Künstler bitten, dass er selbst die Räumungsdurchsage macht. Das haben wir auch in unseren Konzepten so vorgesehen. Die Polizei, die Feuerwehr, wir, das Rote Kreuz, der Sanitätsdienst und der österreichische Wachdienst, das ist unser Security-Unternehmen. Die werden mittels Codewords, wenn es geht, beim Essen oder sonst über eine eigens eingerichtete Alarm-SMS Krisenstab unverzüglich an der Brandmeldezentrale einfinden, informiert, dass es hier etwas zu beraten gäbe. Wir treten bei der Brandmeldezentrale zusammen und dann in der Umsetzung ist es dann so, dass wir alle anwesenden Betriebsfeuerwehrmitglieder wieder alarmieren, alle eingewiesenen Positionen besetzen, die Betriebsfeuerwehr und die Security. Das Saalvolllicht wird angeschaltet, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das im Vorfeld macht und nicht erst nachdem die Durchsage stattgefunden hat, weil das Licht alleine hebt schon die Aufmerksamkeit. Die Räumungsdurchsage wird abgesetzt entweder von der Bühne, über ihr Mikrofon, über die Tonanlage. Ich nehme jetzt her, bei einem Hardrock-Konzert wird man das mit unserer hauseigenen Anlage nicht schaffen, das Publikum, das dort in guter Stimmung ist, zu übertönen. Dann müssen wir die Anlage hernehmen. Oder sonst nehmen wir unser elektrisches Notfallakustisches System und aktivieren das. Das wird man dann
bei einem Film hören, wie das passiert. Die Aufgabe der eingewiesenen Security-Kräfte ist es, die Personen zu den Notausgängen weisen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen und die Künstler in die Halle C, das ist üblicherweise unser Backstage-Bereich für die Künstler, wo deren Fahrzeuge auch stehen und die werden dann sofort vom Gelände überhaupt verbracht. Das macht aber die Security der Veranstaltung, die Tour-Security. Und alle, die nicht im Evakuierungsprozess vor Ort eingesetzt sind, begeben sich zum vorher definierten Sammelplatz, damit auch dort die Personen, die Besucher empfangen werden können und entsprechend informiert werden können. Worauf muss man bei so einer Situation wirklich achten? Habe ich schon erwähnt, sind Personen mit besonderen Bedürfnissen im Publikum, Blinde, Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Leute, die schlecht hören. Wir haben bewusst auch für diese Übung das Behindertenreferat der Stadt Graz mit eingebunden und die haben uns alle möglichen Personen, also mit den unterschiedlichsten, Bedürfnissen geschickt. Es waren Rollstuhlfahrer dabei, es waren sehbehinderte Personen, blinde Personen, hörbehinderte Personen, Personen mit Krücken, also alles, was man sich vorstellen kann, was bei so einer Veranstaltung geben könnte. Finden die Besucher die Sammelplätze wichtiges fürs Wohlfühlen, für das Sicherfühlen, die Beschilderung? Ist die Beschilderung so, dass sich die Personen zurechtfinden? Ist die Einweisung durch das Sicherheitspersonal so, dass die Personen dem vertrauen und dass sie dem auch folgen? Wichtige Information. Sind die Außenflächen rund um die Halle, wo die Sammelplätze eingerichtet sind, und der Sammelplatz per se ausreichend beleuchtet? Es ist ja nicht jede Veranstaltung so wie heute bei Tag, sondern bei uns die meisten Veranstaltungen sind ja abends und in der Nacht. Kann ich am Sammelplatz mit den Menschen kommunizieren? Ein Sammelplatz ist meistens irgendwo eine große Fläche im Freien, steht irgendwo ein großes Schild, hier ist der Sammelplatz, aber dann sind die Personen dort und dann kann ich mit denen nicht mehr reden, weil mir etwas Entscheidendes fehlt, nämlich entsprechende akustische Verstärkung und das könnte zum Beispiel ein Megafon sein. Wir haben es auch schon gehört, der erwähnte Betrunkene im WC, das ist aber nicht unser hauseigenes Personal, aber auch unser hauseigenes Personal ist nicht immer irgendwo, wo eine Räumungsdurchsage, die nur im Saal abgesetzt wird, das hört. Das heißt, die muss ich auch informieren, ich muss mir ein Szenario ausdenken, wie informiere ich und wie alarmiere ich unser hauseigenes Personal, den Elektriker, die Aufräumerin, die WC-Betreuung, dass jetzt hier eine Räumung stattfindet und dass ebenfalls die Fazilität das Haus verlassen müssen. Hier bei uns in unserem Fall ist es so, wir haben unter der Veranstaltungshalle eine Tiefgarage und diese Tiefgarage muss unbedingt gesperrt werden, damit die Besucher nicht in den Wunsch verfallen, sofort ihr Auto zu nehmen, den neuen Sports Utility Van, der erst vor kurzem angeschafft worden ist und den möchte ich noch schnell aus der Halle retten, bevor hier irgendwas Vermeintliches passiert. Dasselbe ist auch mit dem Pelzmantel von der Frau Hofrätin, der muss auch in der Garderobe bleiben. Also da müssen wir darauf achten, dass alles das, was abgegeben ist, auch abgegeben bleibt und die Personen wirklich auf dem raschesten und im kürzesten Weg das Haus verlassen. Und das ist sicher ein Knackpunkt, ist die Garderobe. Das heißt, da muss das Ordnungspersonal schon eventuell auch etwas mit Nachdruck darauf hinweisen, bitte gehen Sie weiter, bleiben Sie nicht, gehen Sie nicht zur Garderobe, gehen Sie nicht in die Tiefgarage. Hier haben wir es relativ leicht, die Tiefgarage kann man zusperren von außen und dann kann auch keiner mehr rein. Und was auch wichtig ist, um Plünderern, Dieben etc. keine Chance zu geben oder aber auch Personen, die einfach noch reingehen wollen, noch etwas holen, was sie vermeintlich vergessen haben, die begeben sich ja wieder in eine Gefahr, von der wir sie eigentlich herausholen hätten wollen. Daher ist es unbedingt wichtig, auch darauf zu achten, dass der Wiedereintritt, die Rückkehr in die Halle unbedingt verhindert wird. Garderoben schließen, habe ich schon vorher erwähnt, und auch bewachen, damit nicht was gestohlen wird oder jemand etwas nimmt, was ihm vorher nicht gehört hat. Und im Winter, ganz eine wichtige Sache auch, sind die Wege und der Sammelplatz wintersicher, sind die schneefrei, sind die so weit, dass jemand gefahrlos, in dem Fall sind es ja viele Personen, gefahrlos den Sammelplatz erreichen kann.
In der Vorbereitung unserer Übung ist uns etwas eingefallen. Wir haben, so wie hier überall, auch Monitore, wo wir Werbung drüber spielen, wo wir drüber spielen, wo die Garderoben sind, wo die WC-Anlagen sind, wie der Zugang zum Saal ist. Und wir haben uns einfallen lassen, dass wir auch unsere Flucht- und Rettungswege in regelmäßigen Abständen über diese Tier schon quasi durchlaufen lassen, damit Personen, wenn sie auf den Einlass warten, vor dem Beginn der Vorstellung, sich orientieren können und sich schon mit unseren Flucht- und Rettungswegen auch über die Grafik vertraut machen können. Das waren unsere ersten Anfänge. Dann haben unsere Leute von der Marketingabteilung das gesehen und haben gesagt, so kann das nicht sein. Und jetzt haben wir das so. Herrlich, gell? Hat viel Geld gekostet, aber es wirkt. Und eines stimmt tatsächlich, die Besucher nehmen das hier besser wahr. Weil es bunter ist, weil es farbiger ist. Es ist nicht mehr animiert, aber die Leute sehen das besser. Und wir werden immer wieder darauf angesprochen, dass unsere Besucher das gut finden, dass es sowas bei uns gibt. Das ist übrigens ganz leicht machbar und das kann ich nur empfehlen, auch Veranstaltungsstättenbetreibern, die hier anwesend sind, den Versuch anzustellen, das so umzusetzen. Jetzt darf ich die Regie bitten, dass wir den Film von der Evakuierung anspielen. Sie sehen hier unten eine Stoppuhr mitlaufen. Ich höre jetzt, sage ich noch nichts. Bewusst so geplant. Wir haben hier mehrere Bilder übereinander gelegt. Das ist der Veranstaltungssaal, so wie er sich hier darstellt. Man sieht jetzt, 32 Sekunden sind vergangen, die Personen. Strafverschärfung haben wir rechts von Ihnen gesehen, ist der Haupteingang. Durch den sind alle Personen reingekommen. Der ist übungsbedingt ganz bewusst unbenutzbar gemacht worden durch Rauch, wie Sie sehen, durch Gewehrschüsse, durch pyrotechnische Einlagen vor der Türe, sodass alle Personen eigentlich drei Ausgänge weniger zur Benutzung hatten als vorgesehen. Und trotzdem funktioniert es relativ gesittet. Eines muss man schon sagen, die hier übungsteilnehmenden Personen sind alles samt und sonders Mitglieder von Blaulichtorganisationen des gesamten Bundeslandes Steiermark gewesen. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, zum Teil auch Militär und deren Angehörige. Also so, dass niemand praktisch unbeaufsichtigt in diesem Saal war. Und jetzt kommt zum ersten Mal unsere Evakuierungsdurchsage. Achtung, Räumungsalarm. Verlassen Sie sofort über die Notstiegen und Notausgänge das Haus. Das ist eine computergenerierte Stimme, die auf Knopfdruck funktioniert. Knopfdruck und relativ spät startet, weil ich das sonst nochmal vergessen habe, das Abspielkommando zu Achtung, Räumungsalarm. Lassen Sie sofort über die Notstiegen und Notausgänge das Haus. Und der Saal ist nahezu komplett leer. Es geht nahe, obwohl wir drei Ausgänge nicht zu benutzen haben. Leave the building swiftly, wire the escape route and emergency exit. Do not use the elevators. Achtung, Räumungsalarm. Achtung, Räumungsalarm. Verlassen Sie sofort über die Notstiegen und Notausgänge das Haus. Keine Aufzüge benutzen. Aufzüge benutzen. Attention, building evacuation. Attention, building evacuation. Leave the building swiftly via the escape route and emergency exit. Do not use the elevators. Achtung, Räumungsalarm. Achtung, Räumungsalarm. Verlassen Sie sofort über die Notstiegen und Notausgänge des Hauses. Keine Aufzüge benutzen. Attention, building evacuation. Attention, building evacuation. Die Personen, die jetzt noch da sind, swiftly via the escape route and emergency exit. Do not use the elevators. Use the elevator. Diese Überwürfe irgendwo in der Tasche eingesteckt haben, ganz klein zusammengelegt und erst im Alarmfall anziehen. Da ist noch eine besondere Einlage, von der ich auch geschaut habe, da sehe ich das. Sie sehen da im Block links hinten jemanden am Boden liegen. Sie schmeißen jetzt die Sessel weg und ich war auch der Meinung, dass was passiert. In Wirklichkeit war das eine zusätzliche Übungseinlage, um auch das Security-Personal und die Sanitäter aufzuchecken und die ihre Aufgabe nicht zu geben.
Attention. Building und Building swiftly while the escape route bis zum Schluss nicht gewusst, ob das jetzt echt ist oder nur eine Übungssache. So, nach 3 Minuten 39 ist der Saal komplett leer. Die Personen, die jetzt noch herum sind, sind Übungsbeobachter, sind Security-Personal, die jetzt daran gehen, das gesamte Haus noch abzusuchen. Die müssen nachweislich in jedem Raum gewesen sein, um danach die komplette Entleerung der Halle am Einsatzort zu melden. Das ist eine wichtige Aufgabe, damit eben der betrunkene WC nicht vergessen wird und darüber bleibt und eventuell dann noch in die Luft gesprengt wird oder erstickt wird. In der Zwischenzeit hat natürlich auch unsere Brandmeldeanlage gewaltig Feuer gemeldet, weil dieser Bühnennebel, der hier eingebracht worden ist, der hat nahezu sämtliche Rauchmelder in Betrieb genommen und hätte, wenn wir es nicht mit der Feuerwehr vorher abgestimmt gehabt hätten, einen enormen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst, weil wenn so viele Rauchmelder gleichzeitig einen Feueralarm melden, dann ist mit 99,9%iger Sicherheit anzunehmen, dass tatsächlich etwas passiert ist. Und dass es hier nicht um einen Täuschungsalarm handelt, wo ein kleiner Bub eine Zigarette geraucht hat. So, ich denke, jetzt können wir den Film ein Stück weiter noch vorspielen oder überhaupt ganz abstellen. Der Saal ist leer, wir haben 5 Minuten, das ist eine Zeit, die recht gut ist, also wirklich komplett leer. Wir waren in 2 Minuten, trotz 3 Eingängen weniger, komplett leer. Und jetzt verlassen auch noch die letzten Rettungskräfte das Veranstaltungsgebäude und die Personen, die Besucher begeben sich über die Fluchttreppen und übers Freie, wir werden es dann sehen, zu den Sammelplätzen. Wenn die Räumung abgeschlossen ist, das haben wir soeben hier gesehen, muss die Halle komplett auf Personenfreiheit geprüft werden. Das macht bei uns der quasi vereidigte Sicherheitsdienst. Und wenn die Halle überprüft leer ist, rücken alle auf die Position Sammelplätze und die nicht in der Sammelplätze-Position eingeteilt sind, in die Brandmeldezentrale, um dort auf weitere Anweisungen zu warten. Und wir halten auch jetzt noch den Kontakt mit den Einsatzkräften. Ich darf auch noch ganz kurz um den Film mit den Rollstuhlfahrern bitten. Das hat der Behindertenbeauftragte der Stadt Graz aus seiner Sicht mit einer Handy-Videokamera, ich bleibe jetzt auch bewusst ruhig, da müssten wir jetzt einen Ton hören. Ja, wir haben da einen Moderator gehabt, der die ganze Übung auch mit betreut hat und das Kabarett angesagt hat. Und der hätte mir sollen das Mikro übergeben, aber nachdem der auch Radiosprecher ist, hat er selbst erst noch etwas sagen müssen und hat mir dann erst das Mikro gegeben. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit die Räumungsdurchsage abgesetzt. Ich habe sogar, man hört es jetzt nicht, Applaus dafür bekommen. Folgen Sie den Anweisungen des Sicherheitspersonals. Kommen Sie gut raus. Die Räumungsdurchsage ist ein bei uns vorgefertigter Text. Und jetzt sieht man hier, wie der hat sich die Kamera auf seinen Schoß gelegt und geht mit dem Rollstuhl jetzt zu einem eigens dafür konzipierten Lift. Das sind unsere Techniker, die die ganze Halle bestückt haben. Und man sieht jetzt eigentlich, was der sieht. Der sieht nur Rücken und verlängerte Rücken von den Leuten, die sich vor ihm gesittet anstellen, um rauszugehen. Das heißt, niemand nimmt da eigentlich Rücksicht auf ihn und schaut. Man sieht dann nur zwischendurch einmal die Hand eines Security-Mitarbeiters, der versucht, ihm einen Platz zu machen. So, der muss jetzt nach links. In den Lift, wo schon einige andere Sehbehinderte, Blinde, Hörbehinderte auf ihn warten. Der Mann da links mit der Kamera ist ein Übungsbetreuer, und Übungsbeobachter, der seiner Aufgabe dann letztendlich nicht ganz gerecht wird und ziemlichen Stress erzeugt, weil, wir werden es dann sehen, mit dem Lift etwas passiert. Was natürlich nicht geplant war, sondern das ist tatsächlich so gewesen. Wir sind mit dem Lift vom ersten Obergeschoss, wo die Übung stattgefunden hat, ins Erdgeschoss gefahren und danach dann ist die Lifttür nicht aufgegangen. Jetzt hört man den Funkverkehr.
Aber man sieht, die Übungsteilnehmer sind relativ entspannt, gell? Jetzt kommt sie drauf, dass die Tür nicht aufgeht. Das ist nicht gut. Ja, aber es geht nicht auf, ich hab gedrückt. Es geht nicht auf. Das macht der Übungsbeobachter Stress, weil der ist nämlich bei der Feuerpolizei angestellt und war der Meinung, er muss sich jetzt einmischen. Na, fahr mit dir, ich muss mit dieser Seite raus. Das ist die Fax, was im Lift aus ist, warum der nicht runterfährt. Ja. Die haben zum Funk. Fakt ist, die hat nicht den richtigen Türöffnenknopf gedrückt und war dann und so unter Stress, weil sie vorher offensichtlich nicht richtig geprüft war, wie man das macht, war so unter Stress, dass sie das einfach nicht mehr geschafft hat, den richtigen Knopf zu wischen. Und man hat dann die Türe, die ins Erdgeschoss der Halle führt, aufgemacht, wo der Herr Übungsbetreuer gewusst hat, durch seine Dienste bei uns bei Veranstaltungen, dass die nächste Fluchttür daneben ist und man auch dort ins Freie rauskommt. Das macht er jetzt gerade. Ja. Herr Riesemann von Wallstadt. Zeitmäßig etwas geschafft, das waren zwei Wochen gewesen. Aber man hört an ihr, es ist eine Übung, aber die Frau steht ganz stark unter Stress, weil es nicht so stattfindet, wie sie es erwartet hat, dass es stattfindet. Die hat mir den Nachfeld wirklich richtig leid getan, obwohl sie hat eigentlich keine Fehler gemacht. Wie gesagt, die Personen sind hier, wie man sieht, relativ ruhig nach wie vor, weil sie ja wissen, dass es eine Übung ist und kein Ernstfall und ihnen keine Gefahr droht. Jetzt haben wir das erkannt. Sie sehen, der Übungsbeobachter öffnet die Fluchttür ins Freie und alle können jetzt auf den Weg raus, wo schon die anderen Übungsteilnehmer über die Fluchttreppen, die links und rechts daneben sind, herunterkommen. Es war ein herrlicher Augusttag. Bei plus 25 Grad, es war so circa 20 Uhr um diese Zeit und man sieht hier aus den Stiegenhäusern, wie die Leute einfach relativ entspannt und sehr gesittet, keiner läuft, sondern alle gehen ganz normal über die Stiegen runter und schauen, dass sie die Sammelplätze erreichen. Das Ganze hat natürlich im Vorfeld schon angekündigt bei unseren Print- und Foto- und Filmmedien großes Interesse ausgelöst. Und wir haben von mehreren Fernsehstationen die Beobachter da gehabt und auch danach dann einen sehr ansehnlichen Bericht in einem österreichischen Boulevard-Fernsehmagazin einige Tage später. So aufgeleuchtet an, so richtig. So, es geht jetzt dann noch circa eineinhalb Minuten. Die können wir jetzt überspringen bis hin zum Sammelplatz. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz auf die Sequenz warten, wo man auch sieht, dass wir schon am Vorfeld hier Positionen auch aufgebaut haben von der Betriebsfeuerwehr, die mit dem erwähnten Megafon versehen, das wir natürlich auch haben, das den Publikumstrom versucht zu lenken. War in dem Fall Gott sei Dank relativ einfach, weil so wie eben eine Herde, wenn das Führungsleittier in eine Richtung zieht, gehen die Besucher der anderen einfach hinten nach. Welche Erkenntnisse haben wir aus dieser Übung gehabt? Der Notfallplan muss ständig aktuell sein. Also es kann immer wieder, man sieht es ja hier bei diesem riesengroßen Messegelände, es wird immer irgendwo gebaut. Es ist immer irgendwo eine Tür nicht benutzbar. Es ist immer irgendwo eine Schachtgrube. Das muss man wissen. Man muss das bei jeder Veranstaltung im Vorfeld wissen und es muss in die Übungs- oder in die Veranstaltungsvorbereitung mit eingebaut werden. Die Vorbereitung muss sehr gut sein für so eine Übung. Das muss man wirklich ganz, ganz gut vorbereiten, damit Pannen nicht passieren. Man soll es eher noch fünfmal querchecken, damit man auch dem Mädchen vom Sicherheitsdienst gesagt hat, der Door-Open-Button fürs Freie ist da links und nicht da rechts. Die hätte es nur tun müssen, hat sie nicht. Wir haben das jetzt in unsere Briefing-Unterlagen sogar aufgenommen. Die müssen das nachweislich jetzt erfahren, wenn sie bei einer Veranstaltung bei uns Dienst haben. Wichtig ist auch und gut ist auch, wenn Sie kundige Teilnehmer haben. Ich habe es erwähnt, das waren Personen aus Blaulichtorganisationen, die kommen nicht so schnell in einen Stress. Auch wäre etwas vielleicht nicht so glatt gegangen. Es ist Gott sei Dank alles wirklich ganz, ganz glatt gegangen. Es war überhaupt kein Störfall, gar nichts, keine Verletzung, nichts. Aber wichtig ist, wenn Sie so etwas machen wollen, dass Sie das mit kundigen Teilnehmern machen und nicht mit, sage jetzt einmal, Jugendlichen, Schulklassen etc. Das geht vielleicht im Freien. Bei einem Fußballstadion habe ich das selbst miterlebt. Es waren 1200 Schüler oder 1500 Schüler, die waren in zwei Minuten von der Tribüne herunter beim Cola. Das war ganz gut.
Aber für so eine Veranstaltung, glaube ich, ist es besser, wenn man das mit kundigem Personal macht. Und die Räumungsdurchsage, die muss, wie alles bei so einer Evakuierung, klar und deutlich sein. Die Leute müssen wissen, die Leute müssen dem oder dem Tonband das Vertrauen schenken, dass das, was hier gesagt wird, auch stattfinden kann. Also es muss wirklich klar sein, damit das Wohlbehalten so gut als möglich aufrechterhalten wird und keine Panik ausbricht und die Panik so weit als möglich vermieden wird. Wichtig ist auch die Information an alle Teilnehmer und ganz, ganz wichtig, ich habe schon erwähnt, ist gut geschultes Sicherheitspersonal. Wenn die nicht wissen, was sie zu tun haben, wenn der seine Warnweste nicht eingesteckt hat, wenn der seine Handlampe nicht mit hat, die er braucht, damit er irgendwo jemanden den Weg weisen kann, wenn der nicht weiß, wo, wie er seinen Fluchtweg entsprechend einweist, wie er mit seinen ihm anvertrauten Personen umgehen muss, dann ist es schwierig, eine solche Sache gut zu machen. Und vor allem im Ernstfall, wenn die Leute mehr unter Druck stehen, passiert sicher was. Von daher meine ich, eine solche Übung ist ein wichtiger Meilenstein in einem Veranstaltungszentrum. Sie muss ganz, ganz gut vorbereitet sein. Man darf sich ja auf keinen einzigen Zufall verlassen. Und man soll nach Möglichkeit auf alle Informationen, die man im Vorfeld besitzt, zurückgreifen. Ich habe das jetzt im Vorfeld leider vergessen zu erwähnen. Auch wir haben eine Entfluchtungssimulation über diese Veranstaltung drüber laufen lassen. Und die hat uns ausgerechnet, dass wir in 2 Minuten den ganzen Saal räumen über alle Ausgänge. Und wir haben es aber geschafft, dass wir mit 3 Ausgängen weniger, also sind uns insgesamt noch 7 weitere Ausgänge verblieben, wo auch die Rollstuhlfahrer dadurch mussten, das in knapp 2 Minuten und einigen Sekunden geschafft haben. Also von daher glaube ich auch, dass die 120 plus 60 Formel, so wie es jetzt auch in Deutschland scheint diskutiert wird, bei uns ist es schon eine Richtlinie, die in einigen Bundesländern, in Österreich schon quasi in das Baugesetz involviert worden ist. Die OEB-Richtlinie 4 ist nicht aus meiner Sicht das Maß aller Dinge, wenn es darum geht, Fluchtwegbreiten für Personenanzahlen in eine Relation zu stellen. Fakt ist, unsere Einsatzorganisationen, unsere Beamten, aber auch Besucher, weil die teilnehmenden Blaulichtorganisationsmitglieder kommen ja auch sonst als Besucher zu unseren Veranstaltungen. Wir sind die größte Veranstaltungsstätte in unserem Bundesland Steiermark. Die haben schon das Gefühl bekommen und auch durch die nachmalige mediale Berichterstattung darüber war es für uns auch positiv, dass man sich in unserem Haus nachweislich sicher fühlen kann. Und dafür arbeiten wir täglich, stündlich, minütlich. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, um Ihnen das erzählt zu haben. Und sage hier dann noch weitere Erkenntnis. Ich habe vorhin schon gesagt, die Security, die darf nicht zögern, die muss einsatzbereit sein, die muss seine Jacke nehmen, die muss die anziehen, der muss sofort auf seiner Position sein. Die Fluchtwegbeschilderung sollte man nach Möglichkeit immer überprüfen, sollte aber in einem gut geführten Haus ohnehin in Ordnung sein. Es kann aber sein, dass irgendwo mal ein Lämpchen kaputt ist. Die Fluchtwege müssen ständig frei sein. Wir kennen das alle. Wir sorgen dafür, dass der Fluchtweg frei ist. Dann kommt der nächste Aussteller und tut seine Abdeckung von seinem Whirlpool reinstellen, weil da so schön Platz ist und da niemand vorbeigeht noch. Steht dann im Weg, da müssen wir dann immer drauf achten. Die Massenandränge sollte man, wir haben das heute schon mehrfach auch gehört, vermeiden. Wir empfehlen hier so einen Schnitt von maximal 4 Personen pro Quadratmeter. Das ist noch halbwegs füllbar und ist noch nicht zu eng, so sehen wir das. Und gute automatische Einrichtungen, wie eben unsere Alarmierungsdurchsage, die helfen uns. Und ich danke Ihnen sehr, mit dem Bild von einer großen Veranstaltung, so wie wir sie bei uns auch durchführen, für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, schönen Dank, Herr Altenburger. Bevor ich jetzt Ihnen die Fragen öffne, wollte ich noch mal 1-2 Fragen von meiner Seite aus. Sie sind jetzt in einem Kongresszentrum. Ja. Wir haben gesehen, ganz viele Veranstaltungen parallel laufen. Jetzt habe ich vorhin Ihren tollen Plan gesehen. Das heißt, Sie nutzen eine Vielzahl der Fluchtwege gemeinsam.
Wie ist denn das bei Ihnen, wenn Sie jetzt zwei Veranstaltungen parallel haben? Wie ist die Kommunikation geklärt? Haben Sie zwei Produktionsleiter und einen Veranstaltungsleiter? Oder arbeiten die völlig autark? Weil aus meiner Erfahrung raus hat man oft das Problem, dass wenn man mit verschiedenen Veranstaltungen auf engem Raum zusammenarbeiten muss, dass man dann im Grunde durch eine andere Veranstaltung raus durchentfluchten müsste oder durch einen Aufbau auf einer Messe durchentfluchten müsste oder Ähnliches. Haben Sie da in dem Bereich eigene Konzepte oder wie regeln Sie das? Ja, grundsätzlich ist es so, wenn wir parallel Veranstaltungen führen, dann sind beide Veranstaltungen autark. Das heißt, jede Veranstaltung hat einen eigenen Projektleiter und jede Veranstaltung findet für sich statt. Unsere Bewilligungen sind auch so ausgelegt, dass wir die Personenanzahl, die Personenkapazität nur so nutzen dürfen. Wenn wir zwei Veranstaltungen haben, haben wir eine andere Personennutzungskapazität, als hätten wir eine Veranstaltung, einmal hier, einmal hier. Naja. Das heißt, parallele Veranstaltungen können parallel stattfinden unter zwei komplett getrennten Organisationen und nicht über die gleichen Fluchtwege. Okay, vielen Dank. Das Einzige, was gleich ist, die Anfahrtswege für die Einsatzorganisationen, für die Feuerwehr, für das Rote Kreuz, für die Polizei, die sind natürlich die gleichen, das ist klar. Aber Fluchtwege, auch die Sammelplätze sind unterschiedlich angeordnet. Und wie bekommt der Produktionsleiter in der Halle 5 mit, dass die Halle 3 entfluchtet wird oder ist ihm das egal? Nein, das ist ihm nicht egal, das wird ihm von uns mitgeteilt, weil wir beide Veranstaltungen auch mit unserer Betriebsfeuerwehr besetzen und die kommuniziert untereinander. Und es ist auch so, dass bei uns bei jeder Veranstaltung, wenn sie eine öffentliche Veranstaltung ist, von den Behörden und Ämtern Personen im Haus sind. Und die kriegen natürlich auch die über die SMS und über die Tätigkeiten am Telefon die Zustände mit. Wunderbar, vielen Dank. Eine Frage wurde noch an mich herangetragen. Und zwar, wir haben vorhin den Rauch gesehen. Das war jetzt ja kein Brandrauch, sondern das war jetzt ja Veranstaltungsnebel. Ja. Der hat sich jetzt nicht so verhalten, wie es in den Lehrbüchern steht. In den Lehrbüchern gehen wir davon aus, der geht nach oben und kommt dann ganz langsam von oben runter. Deswegen dürfen wir auch höhere Hallen mit längeren Fluchtwegen ausgestalten. Wie realistisch ist denn jetzt, sage ich mal, das in Bezug, wenn Sie mal den normalen Nebel mit dem Rauchsituation verhalten? Verhält sich aus Ihrer Erfahrung raus Rauch so, wie wir es lernen oder eher so, wie wir es gesehen haben? Ja, aus meiner Sicht, und ich habe das jetzt eben unten gesehen, heute zu Beginn des Tages, hier im Erdgeschoss ist heute reinste Nebelgrotte. Da sieht man ja kaum die Hand vor den Augen, wenn man reingeht, weil da die Nebelmaschinenerzeuger ihre und ich habe auch schon einen gefragt, wie er das mit der Feuerwehr hält, wenn die jetzt kommt. Scheint, sind die Brandmelder hier entweder deaktiviert oder so eingestellt, dass sie auch diesen harten Nebel vertragen. Da war die ganze Halle vernebelt. Dieser Rauch ist von unten eingeblasen worden, ganz normal mit einem Gebläse und ist dann aufgestiegen. Was wir natürlich in dem Saal auch haben, sind Luftanlagen, Lüftungsanlagen und die Abluft hat scheinbar den Rauch hier mitgenommen. Was wir absichtlich nicht gemacht haben, wir haben die Brandentrauchung, die ja normalerweise sofort einsetzen hätte müssen, die haben wir bewusst händisch deaktiviert, damit der Rauch im Saal bleibt, damit der nicht gleich über die Decke abgesaugt wird. So, jetzt habe ich auch, will ich gar nicht länger stören. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Wunderbar, gleich mehrere. Ich komme mal rüber. Zwei kurze Fragen. Sie sagten, dass die Security im Ernstfall den Nachweis führen muss, dass alle Räume frei sind. Da würde mich interessieren, wie erfolgt der Nachweis? Und zweite Frage, ich war mal in dem unschönen Vergnügen, ein Hotel räumen zu müssen und dem Augenblick kriegen Sie Anrufe, ob man wirklich die Zimmer verlassen muss. Wie wollen Sie den Nachweis denn in den Hotels führen? Schicken Sie die Security los, um jedes Zimmer zu begutachten? Ja. Also wir machen das, im Hotel kann ich so nicht sagen, da könnte ich es nur empfehlen, dass man eine Nachschau hält mit dem Hauptschlüssel. Üblicherweise macht das ja bei öffentlichen Bauten, die über keinen eigenen Veranstaltungssicherheitsdienst verfügen, die Feuerwehr oder sonst hauseigenes Personal, wenn dafür entsprechend genug im Haus ist. Bei uns ist es so, der Wachdienst muss mir oder dem diensthabenden Einsatzleiter mitteilen, wir haben alle Räume durchsucht, sämtliche Räume sind leer. Wenn er das mir sagt, dann hat er das gemacht.
Weil er wird jetzt mit einer Checkliste, geht er nicht durch, das ist schon klar. Aber das wäre noch eine Anregung. Fakt ist, er muss, also oder sie, je nachdem, wer gerade Einsatzleiter ist, muss dem Diensthabenden vor Ort von der Veranstaltung melden, wir haben die Halle abgesucht, sie ist leer. Und wenn wir bei uns hausintern im Büroturm, der ist 7 Geschosse hoch und entspricht nach unserem Baugesetz einem hohen Haus mit einer Traufenhöhe von ca. 33 Metern, wir machen einmal im Jahr nach den Bestimmungen unseres Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes eine Räumungsübung. Und auch hier habe ich in jedem Stockwerk einen Stockwerksverantwortlichen eingeteilt und eine Stellvertretung, die nach erfolgter Räumung des Messeturms dem Diensthabenden am Sammelplatz mitteilen, 7. Obergeschoss leer, 6. Obergeschoss leer, 5. Obergeschoss leer. Also das findet bei uns ganz automatisch, das ist Routine, das findet statt. Gibt es Überlegungen bei Ihnen für den Fall, dass wir Minustemperaturen oder strömenden Regen haben? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in dem Fall die Besucher mit aller Macht zur Garderobe drängen. Ja. Die Garderobe, das ist auch in meinen Überlegungen immer noch ein sehr schwaches Glied. Deswegen habe ich es hier extra erwähnt, bewachen. Notfalls muss ich die Garderobe bewachen. Wir haben jetzt im Dezember ein Konzert gehabt mit den Toten Hosen. 11.000 Personen und 10.800 Garderobestücke in einer Halle mit 6.000 Quadratmeter Grundfläche. Die hätten wir einfach zugesperrt. Weil die müssten von einer Halle in die andere gehen, um die Garderobe zu holen. Die Garderobe ist wirklich ein Schwachpunkt, das stimmt. Man kann sie nur bewachen und die Leute notfalls mit ein bisschen mehr Nachdruck davon überzeugen, dass sie jetzt das Haus verlassen müssen. Bei uns, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir als einen der Sammelplätze eine überdachte Freifläche, eine Art Flugdach haben, die ist ca. 5000 Quadratmeter groß und meistens komplett leer. Die ist auch ordentlich beleuchtet. Dort könnte ich sogar auch noch eine Lautsprecheranlage aufschalten. Da bringe ich doch einiges an Besuchern unter Dach unter. Und ansonsten habe ich leider das Problem, wie vermutlich alle großen Veranstaltungshäuser, dass die aus dem Haus vertriebenen Personen im Freien stehen, frieren, es ist ihnen kalt. Und dann muss aber eh schon ein übergeordneter, sage jetzt einmal, Katastrophenplan schon greifen, der dann auf solche Sachen Rücksicht nimmt. Zelte vom Roten Kreuz, Busse von der Feuerwehr, wie halt bei solchen Anlässen dann im Katastrophenplan im Übergeordneten vorgesehen. Wir sind ja nur ein kleiner Teil, wir sind ein Rädchen im Gesamtgetriebe der Sicherheit der Stadt Graz. Denken Sie, dass die Leute sich bei der Entfluchtung gleich verhalten würden, wenn wir echte Rauchgase im Raum gehabt hätten? Das denke ich so nicht. Es wird mit Sicherheit etwas mehr Stress sein. Es wird mit Sicherheit das Ganze ein bisschen gedrängter gehen. Aber auch hier sage ich, wäre es und muss es die Aufgabe des eingeteilten Sicherheitspersonals sein, zu kalmieren, herunterzuholen, die Leute, stay cool, bleiben Sie, folgen Sie den Anweisungen, gehen Sie langsam, gehen Sie weiter, bleiben Sie nicht stehen, also gebetsmühlenartig das Vortragen, so, dass man die Leute wie eine Herde im Prinzip versucht, sicher aus dem Haus zu bringen. Wunderbar. Haben wir noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich gerne noch eine stellen. Wo war noch? Sie gehen natürlich vor. Sie hatten ja erwähnt, dass die Teilnehmer alle aus dem Blaulichtbereich kamen. Da habe ich jetzt eine Frage, wussten die, dass diese Übung stattfindet? Und B, wie würden Sie das einschätzen, wenn das ganz normales Publikum ist, das eben nicht mit so einer, ja, ich sag mal, katastrophenaffin ist in dem Sinne? Ja, die Personen, die hier bei der Übung waren, haben gewusst, dass es eine solche Übung geben wird und dass diese Übung irgendwann während der Veranstaltung stattfinden wird. Blöderweise war sie halt relativ ziemlich am Schluss des Kabarets, weil die Künstler wollten ja auch noch zeigen, was sie können und die haben immerhin auch eine Gage bekommen. Also die Personen haben es gewusst, entsprechend haben sie sich auch ruhig verhalten. Sie haben es gehört, die Räumungsdurchsage hat sogar einen Szenenapplaus bekommen, was aus meiner Sicht nicht normal ist und in einem Echtfall mit Sicherheit nicht stattfindet. Es war auch schon
von der Regie so gewollt, damit es auch in den, für die Medien interessanter ist, dass im Foyer Gefechtslärm, Handgranaten knallen, Rauch, Feuerblitze, alles Mögliche hat es da draußen gegeben und die Übungsteilnehmer sind nach wie vor ganz ruhig auf ihren Sitzen gesessen und haben gewartet, bis die Räumungsdurchsage zu Ende ist, haben applaudiert und sind dann rausgegangen. Das findet mit Sicherheit, also das ist meine Einschätzung, ich habe es Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Es findet mit Sicherheit bei einem Ernstfall so nicht statt. Also da werden schon eher die Personen, die Besucher schauen, dass sie rasch, so rasch als möglich das Haus verlassen können. Es ist nur, ist aber meine subjektive Einschätzung und ich glaube aber nicht, dass ich mich täusche. Noch eine Frage. Sie sagten mehrfach, dass Teile der Einsatzkräfte jetzt vom Nichtbehördenbereich per SMS signalisiert werden. Ja. Haben Sie da irgendwelche gesonderten Kanäle oder ist das ein SMS-System von Ihrem Haus? Weil, sagen wir, bei einem echten Schadensereignis ist ja GSM mal als erstes weg. Das weiß ich aus Erfahrung aus dem Fußballstadion. Wenn dort ein Tor fällt von der Heimmannschaft, dann geht kein SMS mehr. Fakt ist, die Frequenz, auf der wir arbeiten, ist auf, das heißt in Österreich Blaulicht-SMS, ist eine eigene übergeordnete Frequenz, die auch funktioniert, wenn die anderen Frequenzen schon überlastet sind. Und es geht auch relativ zeitnah, also das ist innerhalb von 5 Sekunden, wir kennen das von unserer Brandmeldezentrale aus, ich habe das bewusst jetzt so gemacht, weil man braucht 2 Finger dazu, man kann das nicht irrtümlich auslösen, man löst es aus und 5 Sekunden später ist es auf allen Handys, die dafür vorgesehen sind. Ja, eine weitere Frage, Moment. Bei Ihrer Durchsage der automatischen sprechen Sie ja wirklich direkt von Evakuierungsalarm. Finden Sie das nicht für die Leute im Fall dann eher Panik produzieren, dass die Leute genau hören, was los ist? Bei uns macht man es gerne mit technischer Störung oder so, um ein bisschen was rauszunehmen. Ja, das haben wir uns auch überlegt. Deswegen haben wir uns entschieden, nach langem Hin und Her. Wir haben zuerst eine Frauenstimme gehabt. Und wir haben dann eine technokratische Männerstimme genommen, die auch ein bisschen androgyn klingt, die sagt, Achtung, Räumungsalarm. Das wiederholt sich, das ist der Ersatz, der ist ja bei uns auch von dem Gesetz ja so geregelt, dass wir ein akustisches Alarmierungssignal, Räumungssignal abgeben müssen. Das ist in den meisten Häusern eine Sirene, die irgendwann einmal von niemandem mehr ernst genommen wird. Das kennt man ja, da kann, irgendwo geht eine Sirene und alle sagen, ah, schau, wieder passt, machen wir weiter, wie es ist. Und diese penetrante Durchsage, Achtung, Räumungsalarm, die veranlasst die Personen schon, dass sie es ernst nehmen und das Haus verlassen. Jawohl. Ich habe auch noch eine kleine Frage. Ich fand es toll, dass nicht nur Ihrer da im Aufzug ein Fehler passiert ist, sondern Ihnen im Prinzip auch mit dem automatischen Ansagesystem? Das habe ich jetzt nicht ganz akustisch nicht ganz gehört. Sie hatten ja vergessen, die Alarmierung zu drücken, vermute ich. Wie kann das sein, dass in so einem durchdachten Prozess genau so ein Fehler passiert? Wird da nicht doppelt gecheckt oder gibt es eine Checkliste, wo man hätte sehen müssen, oh, wir haben was vergessen? Der Fehler ist ein persönlicher Fehler, den ich gemacht habe, Übungserkenntnis. Es war in der Brandmeldezentrale eine Person gebrieft, auf meinen Funkspruch zu warten und den Räumungsalarm auszulösen. Und zwar, von mir war das geplant, ich setze die Räumungsdurchsage auf dem Mikro dort vor Ort ab und dann sage ich zur Brandmeldezentrale, Räumungsalarm aktivieren. Und ich habe dann selbst zugeschaut, wie die Personen angefangen haben, den Saal zu verlassen und irgendwann ist mir eingefallen, Achtung, vergessen. Also im Prinzip hätte ja die Brandmeldezentrale zu Ihnen sagen müssen, was ist mit dem Alarm? Ja, der hat das nicht mitbekommen. Ja, aber ist jetzt geregelt, ist ja die Frage. Naja, er hätte zurückfragen müssen, ist die Räumungsdurchsage schon erfolgt. Ja, und das auch eine Übungserkenntnis, die wir in unsere Unterlagen aufnehmen oder aufgenommen haben. Wir haben einige Sachen aus dieser Übung gelernt. Was natürlich auch wichtig ist, eine solche Übung bedarf einer intensiven Nachbesprechung mit allen Beteiligten, wo sämtliche Feedbacks eingebracht werden. Das soll sehr zeitnah nach der Übung sein, um die Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, dazu macht man so eine Übung, auch dann neu einfließen zu lassen.
So, noch weitere Fragen oder haben wir das dann soweit durch? Ich sehe jetzt keine Meldungen mehr. Von daher, von meiner Seite aus, Herr Altmorger, vielen, vielen Dank. Danke auch, dass ich die Gelegenheit hatte, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es war mir eine Ehre.